In der katholischen Kirche ist alles ganz einfach. Ein Dogma von oben muss aufs Wort befolgt werden, ohne Widerrede. Die Bundesregierung hat es da schon erheblich schwerer. Ihr Dogma von der schwarzen Null im Haushalt ruft Widerspruch hervor. Und das nicht zu knapp. Andererseits ist etwas deswegen allein schon schlecht, weil es kritisiert wird. Die schwarze Null. Sparen oder investieren? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Ursula Weitenfeld ist bei uns, Wirtschaftspublizistin und Journalistin. Professor Werner Abelshauser lehrt an der Universität Bielefeld. Forschungsprofessor ist er für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Franziska Heinisch studiert Jura in Heidelberg. Für die Stiftung Generation, oder genau gesagt die Generationenstiftung, sitzen Sie im dortigen Jugendrat und engagieren sich für Generationengerechtigkeit. Und Professor Jens Südikum ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Frau Weitenfeld, was ist denn so cool an der schwarzen Null? Also die Tatsache, dass die Ausgaben des Bundeshaushalts die Einnahmen nicht übersteigen dürfen. Ja, und das ist ja ein Novum. Also wir haben das ja zwar jetzt zum 7. Mal in Folge, aber vorher hatten wir es eben jahrzehntelang nicht. Und die Auffassung, dass man mit dem, was man einnimmt, möglichst auch auskommen soll, ist politisch jedenfalls nicht ganz verbreitet gewesen in der Zeit zuvor. Insofern ist die schwarze Null eine Errungenschaft. Sie ist natürlich zu Recht umstritten und zu Recht reden wir im Moment darüber. Aber ich fand die Bundeskanzlerin heute Morgen im Bundestag, die gesagt hat, wir haben ja genug. Wir haben ja alle Haushaltsansätze, die mit Planung und Investieren zu tun haben. Die sind übervoll, die rufen wir nicht ab. Es gibt keinen Grund im Moment, die schwarze Null in Frage zu stellen. Frau Heinisch, was ist denn uncool an der schwarzen Null? Ja, das sind meines Erachtens alles hehre Motive und es wird ja häufig angeführt, man wolle durch die schwarze Null vor allem meine Generation, die jetzt jüngste Generation, nicht übermäßig belasten. Gleichzeitig wissen wir, wir sehen uns riesigen Umbrüchen entgegengestellt. Es fängt an beim Klima, geht weiter bei der öffentlichen Infrastruktur und so weiter und so fort. Und das kostet alles Geld. Und nicht in diese Infrastruktur zu investieren, ist genauso generationenungerecht wie meine Generation perspektivisch zu überschulden. Ihnen darf man auch das Alter noch angeben, 20 Jahre sind Sie. Ja, richtig. Herr Südikum, Geld ist ja offensichtlich genug da, die Steuerquellen sprudeln ohne Ende. In den letzten 10 Jahren hat sich, glaube ich, das Steueraufkommen um 50% gesteigert. Wozu jetzt Schulden machen? Aktuell müsste man es nicht, aber wir müssen heute diese Diskussion führen, damit wir für die nächsten 10, 20 Jahre gut aufgestellt sind. Wir haben Verfassungsregeln, die das momentan wirklich erheblich erschweren. Wir haben riesige Bedarfe in vielen Bereichen, Klimaschutz, Infrastruktur, Digitalisierung. Wir haben gleichzeitig ein einmaliges Marktumfeld mit mittlerweile Negativzinsen. Und diese Potenziale, die müssen wir nutzen. Und bei Investitionen, da geht es vor allem um Stetigkeit. Also es bringt nichts, immer nur dann zu investieren, wenn gerade Geld da ist. Dann kommt es nämlich genau zu diesem Problem, dass dann Gelder nicht abgerufen werden. Man muss das stetig und langfristig machen und genau darum geht's. Abelshauser, gibt es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte etwas, was es der Kanzlerin klug erscheinen lässt, in die Rolle der schwäbischen Hausfrau zu schlüpfen, deren ganzes Ansinnen ja darauf gerichtet ist, den Zaster zusammenzuhalten? Nun ja, es gibt natürlich schon Beispiele, dass so etwas wie die schwarze Null eine vernünftige Einrichtung ist. Ich erinnere an den schönen Ausspruch von Karl Schiller, der gesagt hat, Genossen, lasst die Tassen im Schrank. Das ist damals Anfang der 70er Jahre mit dem Beginn der kleinen Weltwirtschaftskrise einen Run auf staatliche Finanzen gab. Und man glaubte, man könne mit Geld die Wirtschaftskrise schlagartig überwinden. Das hätte nicht funktioniert und Karl Schiller war klug genug zu sagen, nein, wir sollen eher in die Lage kommen, vernünftig haushalten zu können. Der Staat sollte handlungsfähig bleiben. Und dasselbe haben wir dann nochmal Anfang der 80er Jahre. Da war sogar von einer Währungsreform die Rede. Zu D-Mark-Zeiten war das. Ja, zu D-Mark-Zeiten in den 80er Jahren. War sogar im Wahlkampf von einer Währungsreform die Rede, weil behauptet wurde, der Staat sei nicht mehr handlungsfähig, er sei bankrott oder nähere sich
dem Bankrott. Auch, also es gab solche Fälle schon. Und sie wurden dann in der Regel dadurch entschärft, dass die Regierung die Nerven bewahrt hat und vernünftig und cool reagiert hat. Und das Geld zusammengehalten hat. Und wie zur Bestätigung sehen wir uns jetzt, Ursula Weidelfeld hat es gerade angesprochen, die Kanzlerin heute in der Generaldebatte im Bundestag an. Da ging es nämlich genau um dieses Thema. Und wir lassen uns diesen sogenannten O-Ton gleich noch mal oder jetzt gleich vorspielen. Wir haben einen Haushalt auf Investitionshoch. Wir hatten noch nie so hohe Investitionen im Haushalt. Wir haben durch das Klimapaket noch mal viele Investitionen draufgelegt. Man kann doch nicht Investitionen erst gut finden, wenn sie Schulden verursachen. Ein ordentlicher Haushalt heißt doch Investitionen in einem ausgeglichenen Haushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alles andere ist doch absurd. Ja, soweit die Bundeskanzlerin heute im Bundestag. Ein ausgeglichener Haushalt, das klingt ja zunächst erst mal in sich gesprochen sinnvoll. Warum zieht dieser Sachverhalt im Moment so vehement Kritik auf sich, dass man unbedingt diesen Haushalt ausgeglichen halten will? Weil im Moment die Schulden so billig sind. Also es gibt zwei Gründe, warum man das macht. Einmal steht Deutschland am Rand einer Rezession. Die Industrie ist in der Rezession. Der Rest der Wirtschaft sieht nicht ganz so schlecht aus. Also die Rezessionsängste verflüchtigen sich im Moment ein bisschen. Aber natürlich muss man, wenn eine Volkswirtschaft am Rand des Schrumpfens steht, darüber nachdenken, wie kann man sie wieder in Gang bringen. Und da sind Staatsschulden ein Mittel und eine Methode. Und das Zweite ist halt, die Zinsen sind so billig, wenn der Staat sich verschuldet, bekommt er Geld drauf. Also es gibt im Grunde überhaupt kein Zinsrisiko, wenn der Staat Schulden macht. Und das ist eben eine historisch einmalige Situation. Und da kann man natürlich, wie Herr Südekum das eben ja gesagt hat, auf zu Recht sinnliche Gedanken kommen und sagen, wir haben solche Bedarfe, wir müssen das jetzt unbedingt machen. Ich finde nur, man muss auch die Realität sehen. Und wenn das so wäre, wie Sie das geschildert haben, Frau Heinrich, wie Sie das geschildert haben, glaube ich, wäre man ja auch gerne dabei. Aber die Realität ist doch, wenn der Staat Geld über hat, dann investiert er eben nicht. Und das sind die Probleme, die wir im Moment sehen. Wenn er Geld übrig hat, dann gibt es eine Mütterrente, dann gibt es eine Respektrente, dann gibt es viele Dinge, die in sich berechtigt sind, aber die eben, wo man zu Recht auch die Finanzierungsfrage immer stellen muss. Darf ich da, weil Sie sagen, Geld macht sinnlich, ist das nicht ein Problem bei der Staatsfinanzierung, wenn jetzt viel Geld da ist? Entweder durch Überschüsse, durch Steuerüberschüsse oder eben, weil Geld billig ist, durch praktisch Nullzinsen, dass dann Politiker auf Gedanken kommen, auf die sie sonst nicht kämen, wenn sie weniger Geld zur Verfügung hätten, dass da einfach dann Dinge konsumiert oder ausgegeben werden oder finanziert werden, die man eigentlich gar nicht braucht. Ist die Gefahr nicht gegeben? Die ist prinzipiell gegeben, aber es redet ja niemand davon, dass wir jetzt alle Schleusen aufmachen wollen und Schulden für alles Mögliche aufnehmen. Es geht ganz dezidiert um die Finanzierung von langfristigen Investitionen. Und da ist es auch volkswirtschaftlich völlig vernünftig, das zu machen. Denn jetzt, um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich heute eine Brücke baue und die soll 100 Jahre halten, gibt es überhaupt keinen Grund, dass diese Brücke aus den Steuereinnahmen des Jahres 2019 bezahlt werden soll und nur sozusagen von der heutigen Generation. Das muss man in der Finanzierung strecken. Und die ganzen Eskapaden, die Frau Weidenfeld gerade angesprochen hat, Baukindergeld, Mütterrente und so weiter, das war natürlich zum Teil auch deswegen, weil die Steuereinnahmen gesprudelt sind, aufgrund eben der wahnsinnig guten Arbeitsmarktsituation, man aber gleichzeitig eben nicht, aufgrund eben der Finanzierungsrestriktionen durch die Schuldenbremse, eben gerade nicht in diese langfristigen Projekte gehen konnte und die künftigen Generationen beteiligen. Und dann hatte man eben, im Prinzip, das ist dann die schwarze Null, hat man eben das Geld ausgegeben für Projekte im Hier und Jetzt. Ja, und das ist nicht vernünftig. Also die Finanzierung von langfristigen Investitionen, die muss auch über langfristige Instrumente funktionieren. Das nennt man die goldene Regel der Finanzwirtschaft und die missachtet Deutschland eklatant. Was Professor Abelshauser gerade erzählt hat von dem Schuldenmachen der 1970er Jahre, lang vor Ihrer Zeit, hat Ihnen jetzt eine Erbschaft eingebracht, die lautet 1,9 Billionen Euro Schulden. Das ist das, was die vorausgehende Generation den Nachfolgenden hinterlässt. Das sei auch nicht generationengerecht, haben ja viele gesagt. Müsste man nicht erst mal versuchen, diese Schulden etwas abzubauen, bevor man neue macht und neu investiert? Ja, das würde jetzt ja praktisch bedeuten, man konzentriert sich darauf und lässt die Investitionen, die notwendig sind,
Es wurde gerade schon genannt, ich habe auch ein paar genannt, Klimaschutz, Infrastruktur und so weiter und so fort, lässt die erstmal liegen. Aber zu Generationengerechtigkeit gehört eben nicht nur, dass man eine zukünftige Generation nicht jetzt schon überschuldet, sondern da gehört eben auch dazu, dass es eine Infrastruktur gibt und dass Politik gemacht wird, die Umbrüche und Herausforderungen meistern kann. Und es braucht eben Geld, das braucht Investitionen, es braucht nicht wenig Investitionen. Und wenn Angela Merkel und dann auch Olaf Scholz davon sprechen, das ist ja wahnsinnig toll sein, man würde ja auch in die notwendigen Dinge ausreichend investieren, zum Beispiel durch das Klimapaket in den Klimaschutz. Dann kann ich aus Perspektive meiner Generation einfach sagen, also wenn das schon alles Notwendige sein soll, was da an Investitionen geleistet wird, dann sehe ich schwarz für meine Zukunft. Da soll ja bis 2030 noch einiges dazukommen. Jetzt sind 40 Milliarden in diesem Haushalt ja für Neuinvestitionen vorgesehen. Ja. Klima, Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, vor allen Dingen Bildung, die nach wie vor bei uns sehr unterfinanziert ist. So viel Geld gab es noch nie im Haushalt. Mhm. Ist das nicht doch ein guter Anfang? Ein guter Anfang sicherlich, aber noch kein gutes Ende. Sicherlich muss ja jedes Jahr neu investiert werden. Ja, sicherlich ist es perspektivisch schön, wenn mehr investiert wird als vorher, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es genug ist. Und das ist eben das, was ich aus meiner Sicht meiner Generation anprangern würde, dass man sich jetzt da praktisch mit rühmt, dass man mehr investiert. Und es, solange es aber immer noch zu wenig bleibt, ist das erstmal ein rühmliches Zwischenziel, was da erreicht wird, ein Etappenziel vielleicht, aber längst nicht das, was wir eigentlich brauchen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist ehrlich gesagt, ich würde ja alles unterschreiben, was Sie sagen. Das Einzige, was ich nicht begreife, ist, warum braucht man dafür und warum braucht man eben auch zur Verstetigung von langfristigen Investitionen, braucht man dafür Kredit? Man könnte ja auch sagen, wir haben jetzt 7 Jahre Haushaltsüberschüsse, die haben wir in die Schuldentilgung gesteckt, weil wir nicht wussten, was wir sonst damit anfangen sollen. Aber man könnte doch auch sagen, die Bundesregierung, und wenn man so viel Vertrauen in die Selbstbindung von Politikern hat, die Bundesregierung verpflichtet sich, einen bestimmten Anteil ihres Bundeshaushaltes jährlich für langfristige Investitionen einzustellen und verpflichtet sich auch, den ganzen anderen Blödsinn zu lassen. Dann, glaube ich, würde man auch eine Vertrauenswürdigkeit in der Politik hinkriegen, wo man dann am Ende sagen könnte, okay, wenn die schwarze Null kein Dogma mehr ist oder wenn die schwarze Null kein Ziel mehr ist, dann können wir uns darauf verlassen, dass alles, was über den Durst geht, dann am Ende tatsächlich in langfristige Infrastruktur investiert wird. Aber so ist die Realität im Moment. Aber bei Ihrer Aussage, das schwingt so ein bisschen mit, als wenn Staatsschulden etwas ganz Schreckliches und Böses ist. Von dieser Denkweise muss man ein bisschen weg. Es ist ein ganz normales Finanzierungsinstrument, was alle anderen Länder auf dieser Welt auch verwenden. Aber Staatsschulden sind eben auch nicht per se was Gutes. Man darf den Staat nicht verwechseln mit einem Privathaushalt. Also das ist so ein bisschen dieses Denken von der schwäbischen Hausfrau. Die verschuldet sich nicht, die spart am Ende sogar noch und würde sich nie im Leben für irgendetwas verschulden. Aber der Staat, das funktioniert nun einmal anders. Wenn wir heute Schulden aufnehmen, also der Bund Schulden aufnehmen. Was macht der? Er verkauft Anleihen, aber diese Anleihen, die haben ja auch Käufer. Jede Staatsschuld ist auch ein Vermögenstitel, der auch von den heute Lebenden gehalten wird. Und das heißt, Staatsschuld ist nie, wirklich nie eine Umverteilung zwischen Generationen, sondern ist immer eine Umverteilung innerhalb einer Generation von denjenigen, von den Steuerzahlern zu den Besitzern dieser Staatsanleihen. Aber Staatsschulden, die aber für konsumtive Ausgaben getätigt worden sind, sind unabhängig davon, wofür die Staatsschulden sind. Vermögenswerte mehr, das ist weg. Wenn Sie eine Staatsanleihe, eine Bundesanleihe kaufen, dann ist das Ihr Vermögensgegenstand. Ja, aber ich sage nur, wenn das zum Beispiel für Sozialmaßnahmen ausgegeben wird, wäre das ja nicht auf der anderen Seite das Vermögen des Staates, sondern dieses Geld ist dann weg. Nein, aber im Prinzip diese Logik, dass natürlich hinter jeder Bundesschuld, hinter jeder Anleihe auch ein Vermögensgegenstand für denjenigen steht, der eben diese Anleihe gekauft hat, gilt völlig unabhängig davon, wofür der Staat sich verschuldet. Trotzdem ist natürlich richtig, was Sie sagen, wir wollen ja nicht Verschuldung, um die Renten zu finanzieren. Das verfordert ja auch niemand. Es geht bei den konkreten Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, darum, dass man dieses Instrument der Verschuldung nutzt für langfristige Investitionsobjekte des Staates, die man auch bilanzieren kann. Schulen, Gebäude, Straßen, Klimaschutz. Und niemand redet davon, sich für alles Mögliche zu verschulden und die Schleusen aufzumachen. Ich will mich jetzt hier nicht als Prophet betätigen, aber möglicherweise müssen wir uns möglicherweise eines Tages sogar auch noch wegen der Renten, der staatlichen Zuschüsse verschulden, der staatlichen Zuschüsse zu den Renten. Die schwarze Null, gefährdet die eigentlich das Wachstum? Nein, das ist nicht der Fall. Wir sollten vor allem auch ein bisschen systematischer denken. Wir haben vor einigen Jahren die Schuldenbremse eingeführt. Die steht eben in der Verfassung, im Grundgesetz, und sie erlaubt es nicht, Verschuldung über ein gewisses Maß, sehr geringes Maß, 0,35% des Bruttoinlandsprodukts vorzunehmen.
wenn nicht besondere Bedingungen vorliegen. Und diese besonderen Bedingungen, das wären auf der einen Seite konjunkturelle Bedingungen, also eine Wirtschaftskrise, bei der der Staat antizyklisch investieren muss. Ja? Oder es wäre eine Finanzkrise wie 2008. Das beides ist ja weit weg. Und von daher geht es ja nur um die Differenz zwischen diesen 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, die man eventuell ausschöpfen könnte nach der Verfassung, und der schwarzen Null, die auf diese 0,35% verzichtet. Und wenn ich dem Finanzminister glauben soll, und ich denke, das kann man, dann hat er Geld genug. Und er weiß vor allem, mehr als mancher von uns, dass für staatliche Investitionen im Augenblick nicht die Voraussetzungen auf vielen Gebieten gegeben sind. Es gibt keinen Eventualhaushalt in dem Sinne, dass man... Was ist das, Eventualhaushalt? Das ist ein Haushalt, der in der Schublade liegt für den Fall, dass eine solche Krise ausbricht. Darf ich ganz kurz, wir kommen da gleich nochmal drauf zurückzusprechen. Jetzt sind zwei Begriffe mehrfach gefallen, schwarze Null und Schuldenbremse. Frau Weidenfeld, Herr Südekum, können Sie kurz den Unterschied erklären? Die Schuldenbremse ist ein Instrument, das im Grundgesetz verankert ist. Herr Abelshauser hat beschrieben, zu welchen Bedingungen der Staat sich verschulden darf. Und die schwarze Null ist eine Erfindung von Wolfgang Schäuble, dem früheren Bundesfinanzminister, der Bundeskanzlerin und jetzt Olaf Scholz. Und das ist das Versprechen an die Bürger. Wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen. Das hat keinen Verfassungsrang. Also wir streiten über die schwarze Null, weil das der politische Begriff ist, mit dem wir im Moment hantieren. Aber der hat eben keinerlei rechtliche Grenzen. Das heißt, da widerstreiten sich jetzt in der öffentlichen Diskussion ein politischer Begriff, schwarze Null, mit einem verfassungsrechtlichen Schuldenbremse. Das stimmt. Die Schuldenbremse ist etwas flexibler. Die schwarze Null ist ja sozusagen völlig inflexibel, was das angeht. Die Schuldenbremse hat diese Konjunkturkomponente. Das heißt, wenn wir in eine Rezession kommen, dann wären auch mehr als diese 0,35% erlaubt, wenn die Berechnung der Konjunkturkomponente gut funktioniert. Und da gibt es erhebliche Zweifel dran. Aber man muss eben auch sehen, diese langfristigen Investitionsbedarfe, über die wir ja schon gesprochen haben, Klimaschutz, Digitalisierung, das hat überhaupt nichts mit Konjunktur zu tun. Das sind langfristige Wachstumserfordernisse. Und dann ist eben die grundsätzliche Frage, ob man diese Finanzierung von so langfristigen Wachstumsprojekten eben wirklich ausschließlich durch Steuereinnahmen bewerkstelligen will, dann tritt genau das Problem auf, was ich vorhin skizziert habe. Dann muss quasi die aktuelle Generation das alles alleine schultern. Oder sagt man, dass man diese langfristige strukturelle Wachstumspolitik eben auch über Verschuldung macht. Und in dem Moment beschert uns die Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, eben Probleme. Und deswegen halte ich die Fiskalregel auch für falsch. Ist diese Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Investitionen, das eine mit Steuern finanziert, das andere mit Schulden, also mit Krediten, ist das so einfach? Ja, aber ich meine, wir haben diese Konjunkturkomponente, da ist es ganz klar, wenn eine Rezession kommt, dann brauchen wir Geld, um kurzfristig gegenzusteuern. Also zum Beispiel Abwrackprämie oder Kurzarbeitergeld oder Sonderabschreibungsbedingungen für Unternehmen. Ja. Das hat, diese Instrumente haben ja aber praktisch überhaupt nichts damit zu tun, dass man eben sagt, wir müssen langfristig in Klimaschutz, in Digitalisierung, in Infrastruktur investieren. Von daher müssen wir das trennen. Wir müssen Konjunktur trennen von Wachstum. Und die Schuldenbremse hat eben eine zu strikte Bedingung für diese langfristige Wachstumsfinanzierung. Da gibt es so ein paar Umwege über Schattenhaushalte und die werden auch jetzt schon im Prinzip benutzt, weil man eben sieht, dass die Schuldenbremse da zu strikt und zu rigide ist. Und deswegen wäre es eigentlich richtig, langfristig auch über diese Fiskalregel zu sprechen, die vielleicht im Jahr 2009, direkt nach der Finanzkrise, wo der Verschuldungsgrad ja extrem angestiegen ist, mal irgendwann ihre Berechtigung hatte, aber die jetzt eben mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist. Also Sie sprechen vor allen Dingen auch diesen Förderdruck zum Beispiel für die Asyl- oder Integrationspolitik an, der da im Moment angezapft wird. Frau Heinisch, ein Autorenteam der Generationsstiftung hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ihr habt keinen Plan. Das sind also die etwas Älteren wahrscheinlich gemeint, darum machen wir einen. Mhm. Also wie sieht das in Zukunft aus mit der Investition in die Zukunft, in die wichtigen Zukunftsfelder, die für die junge Generation wichtig ist? Jetzt gibt es ja, wir haben gerade schon gehört, eigentlich ja doch relativ viel Geld, das man aber oft gar nicht einsetzen kann. Professor Abelshauser hat es gerade auch schon angesprochen. Da ist Geld da, 40 Milliarden, sind sogar ein Rieseninvestitionsstau, auch in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich, weil es fehlt die Planungskapazität bei den Behörden.
gerade die Bauindustrie ist mehr als ausgelastet, überausgelastet. Es gibt viele bürokratische Regeln, die Projekte, die sinnvoll sind, die wichtig sind, unmöglich machen. Es gibt viele Bürgereinsprüche, auch zum Beispiel bei den Stromtrassen für Ökostrom. Das heißt, Geld ist da. Sie haben eine Idee, was man damit machen kann. Sie haben einen Plan. Nur was nützt das, wenn man das nicht richtig in Investitionen umsetzen kann? Naja, das gaukelt jetzt ja praktisch vor, dass man jetzt einen langfristigen Plan gemacht hätte, der allen Umbrüchen, allen Herausforderungen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, gerecht wird. Und jetzt könnte man nur nicht ans Geld kommen. Man hätte seine Geldbörse irgendwo vergessen. Ist ja da. Sie kommen ja ans Geld. Sie haben ja sogar einen Plan. Aber Sie können ihn oft nicht umsetzen, weil ich habe Ihnen gerade die Hinderungsgründe genannt. Ja, ich glaube tatsächlich ist das Problem, was wir als junge Generation sehen, ein anderes. Wenn wir mit diesem Plan kommen, wenn wir mit Forderungen nach mehr Klimaschutz kommen, mehr Investitionen jetzt und zwar auch langfristiger Natur, dann wird diese schwarze Null weiterhin als Totschlagargument verwendet. Also Olaf Scholz beispielsweise, den Sie gerade herangezogen haben, wurde mehrfach darauf angesprochen, ob man die schwarze Null nicht zur Disposition stellen müsste, um eben mehr Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen. Das ist ja praktisch, naja, es scheint ja ganz so, als sei das ein Themenfeld, was erst im letzten Jahr aufgekommen ist. Tatsächlich ist das ja eigentlich nicht der Fall. Und in dem Moment sagte er dann immer, nein, nein, die schwarze Null muss stehen. Und das Problem, was ich ganz massiv damit habe, ist, dass auf Vorschläge, auf Notwendigkeiten reagiert wird mit einem Totschlagargument, wo nichts mehr zur Debatte steht. Und gleichzeitig werden damit Notwendigkeiten wie Klimaschutz, wie Infrastruktur und so zur Disposition gestellt, als sei das irgendwie abdingbar oder als sei das verhandelbar. Insofern, ja, diese Hinderungsgründe mögen alle sein. Und dennoch steckt hinter diesem Totschlagargument der schwarzen Null und diesem das nicht zur Debatte stellen lassen, was praktisch Frau Merkel und auch Herr Scholz gerade versuchen, aus meiner Sicht, ja, letztendlich wenig Bereitschaft, tatsächlich einen Plan umzusetzen. Aber was Sie jetzt fordern und was an sinnvollen Investitionen, vor allem im Klima- und Bildungsbereich auch nötig ist, diese 40 Milliarden, die jetzt im Bundeshaushalt eingestellt sind, wenn man das jetzt fortschreibt, das wird ja sich wahrscheinlich auch steigern in den nächsten Jahren, ist das ausreichend, dass man sozusagen das eine tun kann, die Schuldenbremse intakt lassen, ohne das andere zu lassen, möglichst zukunftsträchtig zu investieren? Ich glaube schon, dass das funktioniert. Es gibt ja ein Bundesland, das das ganz gut schafft, das ist Bayern. Das ist ja das einzige Bundesland, die keine Planungskapazitäten runtergefahren haben. Und das sind dann die, die im September, Oktober immer alle Mittel abgreifen, die die anderen nicht investieren konnten. Also es gibt schon Möglichkeiten, das Geld, das man hat, auch wenn man sagt, wir investieren nur das, was übrig ist oder nur das, was schon mal im Etat steht, komplett, das Geld unterzubringen. Und ich glaube schon, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt. Und ich erlebe das auch nicht so, dass die schwarze Null sozusagen das Totschlagargument gegen alles andere ist. Ich erlebe es viel mehr so, gerade bei Investitionen in den Klimaschutz, wenn Sie sich mal angucken, die Hochspannungstrassen, die gebaut werden müssen, um die erneuerbare Energie von Norden in den Süden zu kriegen, die werden ja nicht gebaut, weil kein Geld da ist, sondern die werden nicht gebaut, weil man sie nicht geplant bekommt, weil man sie nicht gegen die Bürger durchgesetzt bekommt. Also ich glaube, wenn wir ehrlich darüber reden wollen und diskutieren und streiten wollen, und das wollen wir ja, welche Prioritäten muss der Staat setzen und sind die, die er setzt, die richtigen und sind die generationengerecht, dann muss man schon auch ehrlich abschichten, was macht zum Beispiel Klimaschutz in Deutschland kaputt. Und das ist im Moment nicht die schwarze Null, sondern das sind ganz viele andere Dinge, über die wir streiten müssen, über die wir reden müssen und die wir dann auch lösen müssen, bevor wir uns darüber unterhalten können, wie viel Kredit oder wie viel extra Kredit, wie viel extra Abgaben und Steuern braucht man dafür. Und das könnte man ja dann eben auch, das ist ja die große Debatte, ganz gut über eine CO2-Abgabe. Darf ich ganz kurz, bevor wir noch über die weiteren, die Vorgehensweise mit dem Geld oder wie man am besten investiert, diese 1,9 Billionen Schulden, die wir haben wir auch gerade schon kurz angesprochen, können wir die wirklich so beiseite lassen und sagen, gut, die haben wir jetzt, da gibt es ja auch eine Entsprechung durch Vermögenswerte, durch Ansprüche auch, oder ist das einfach zu viel für ein Land wie Deutschland, 1,9 Billionen Euro Schulden. Das sind 17 Milliarden Zinsen, die wir jedes Jahr zahlen. Und wenn es nicht nötig ist, sollte man das nicht tun. Es gibt aber noch ein anderes Argument, das nicht unbedingt für die Schulden, für die schwarze Null, aber für die Schuldenbremse spricht, nämlich, dass wir langfristig Finanzstabilität brauchen. Und es gibt sehr, sehr sorgfältige Untersuchungen, die festgestellt haben, dass in der langen Zeit von 1871 bis 2010 nur ganz selten die
Finanzstabilität gewährleistet war, nämlich im Kaiserreich und in den 50er bis 70er Jahren. Aber seit den 70er Jahren eine Instabilität der Finanzen in den Ländern und im Bund war, die Schuldenbremse ganz dringend erforderlich gemacht hat. Und wenn Sie den Finanzstabilitätsbericht des Internationalen Währungsfonds lesen, der von Oktober dieses Jahres ist, dann wimmelt es da von vorsichtigen bis etwas sehr ängstlichen Szenarien, was passieren könnte in der nächsten Zeit an Zusammenbrüchen, gerade auf unseren Märkten, also gerade in den Schwellenländern, wo die deutsche Wirtschaft dann in der Lage sein muss, über einen handlungsfähigen Staat ihr Überleben auf diesen Märkten zu sichern. Ja, aber die Ursache für diese Instabilität sind ja oft wahnsinnig hohe Schulden. Wenn wir jetzt uns Schulden machen, überlegen, ist da nicht so das Ausgabenverhalten zum Beispiel von Italien und Griechenland, das sind jetzt keine Schwellenländer, sondern mit denen sind wir ja in einer Währungsunion, da auch irgendwie, also zum Thema Finanzmarktstabilität. Das größte Risiko für Finanzmarktstabilität ist das Unterangebot von sicheren Anleihen. Große Versicherungsfirmen, Pensionsfonds, alle möglichen Anleger auf dieser Welt suchen nach sicheren Anleihen, von denen es nicht so viele gibt. Die deutsche Bundesanleihe ist eine und alle wollen händeringend diese Bundesanleihe kaufen. Das ist ein Grund, warum die Zinsen so niedrig sind. Weil es eben ja so wenig Angebot davon gibt, werden tendenziell eben Anleger in höhere Risikobereiche gepusht. Und das ist genau das Risiko für die Finanzmarktstabilität. Also es ist gerade andersrum, wie Herr Abelshauser das gerade gesagt hat. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Frage, woran scheitern Investitionen? Natürlich haben wir das Problem mit den Bürgerinitiativen, das ist das sogenannte NIMBY-Verhalten. Also wir sind alle für Klimaschutz, aber ich möchte bitte kein Windrad in meiner Nachbarschaft haben. Ja. Natürlich ist das ein Riesenproblem, das separat gelöst werden muss, völlig klar. Aber die beiden anderen großen Investitionsbremsen, die wir haben, die sind zum Großteil hausgemacht. Das ist zum einen die Bauindustrie, die ausgelastet ist. Und das ist deswegen der Fall, weil sie kein glaubwürdiges, langfristiges Signal hat, dass eben jetzt nicht nur heute, wo es mal gut läuft, sondern auch noch in 10 Jahren investiert wird. Hätte sie dieses Signal, könnte sie ihre Kapazitäten aufbauen und dann könnten wir auch den europäischen Binnenmarkt vollenden. Nicht? Denn Schulen sanieren, Straßen bauen, das können auch Betriebe aus Spanien oder Portugal. Ja, wir haben jetzt passiert. Und der dritte Punkt, und das ist die wirklich größte Investitionsbremse, und das ist bisher noch nicht gesagt worden, wir reden ja nicht hauptsächlich über den Bund, wo die Probleme sind. Da sind die Investitionen nach oben gegangen. Die wirkliche Misere ist auf der kommunalen Ebene. Seit 16 Jahren in Folge sind die Nettoinvestitionen im kommunalen Bereich negativ. Wir investieren weniger als die rechnerischen Abschreibungen und da leben wir von der Substanz. Aber das sind ja die Schulen, die Bürgerinitiativen. Nein, das hat nichts mit Bürgerinitiativen zu tun. Warum ist das der Fall? Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Warum ist das der Fall? Weil in den vergangenen 20, 30 Jahren Personalkapazitäten im kommunalen Bereich systematisch runtergefahren wurden. In den Bauämtern, in den Planungsämtern, da ist niemand mehr. Da steht auch demnächst noch eine große Verrentungswelle ins Haus, dann ist dort niemand mehr, der diese Fördertöpfe, die der Bund momentan ins Schaufenster stellt, abholen kann und das Geld auf die Straße bringen kann. Und das heißt, wenn wir sagen, wir haben diesen Investitionsbedarf, dann ist es weniger jetzt diese Töpfe, wo man sagt, damit baue ich jetzt Straßen oder Brücken, sondern es ist eigentlich ein größeres Problem. Wir müssen parallel dazu den Personalbestand im öffentlichen Dienst intelligent so ausbauen, dass wir dieses Geld dann eben auch auf die Straße bekommen. Das geht natürlich auch nicht so schnell, gerade so schnell Personal zu rekrutieren. Wenn man jetzt die Kapazität... Hätte man vor 5 Jahren erkennen sollen und handeln sollen. Vor 5 Jahren hat Wolfgang Schäuble schon immer gesagt, wir wollen ja investieren, aber wir können nicht. Und das waren exakt dieselben Gründe, die genannt wurden. Da frage ich mich natürlich, warum wurde denn nichts getan, um dann diese Investitionen überhaupt zu ermöglichen? Gerade wenn in der Bauindustrie jetzt die Kapazität ausgeweitet wird, dann kommt eine Rezession, dann sind diese Kapazitäten dann sagt man, okay, dann lass uns halt noch eine Umgehungsstraße bauen, damit wir unsere Leute beschäftigen können. Dann tritt doch genau dieser Fall ein, den man eigentlich verhindern will, dass man Dinge dann bezahlt oder in Dinge investiert, die man eigentlich gar nicht brauchen kann. Ja. Gut, aber wenn wir über 10, 15 Jahre denken, wir haben, wie gesagt, nochmal, seit 5 Jahren hören wir diese Geschichte, dass wir nicht investieren können, weil wir keine Handwerker finden. Ja? Dann müssen wir jetzt eben diese Kapazitäten schaffen und das schafft die Marktwirtschaft durch ein glaubwürdiges Signal. Und dann müssen wir jetzt ja nicht im dritten Schritt dann schon wieder über Überkapazitäten in 20 Jahren nachdenken. Herr Südekum, dann müssen Sie gleichzeitig über Fachkräftezuwanderung in wirklich großem Stil. Und ja, Sie können gut darüber reden, ich kann auch gut darüber reden. Aber ich muss mich nicht einem Wählervolk stellen und die davon überzeugen,
überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt im März in Kraft. Ja, klar, aber die Frage... Die müssen ja auch kommen. Völlig unrealistisch. Wenn wir über Fachkräfte reden, dann reden wir von Menschen, die sich die Mühe machen, 3 Jahre eine Lehre einzugehen für billiges Geld als Lohn. Und das sind nun mal die Menschen, die zu uns kommen, jetzt in großer Zahl nicht bereit. Denn die sind in der Regel nach hier geschickt, um ihre Familien zu Hause zu finanzieren. Und die denken nicht daran, erst einmal 3 Jahre in eine Lehre zu gehen. Und von daher wissen wir, dass hieraus kein Fachkräftezuwachs kommen kann. Aber was Sie jetzt als unrealistisch bezeichnen, ist praktisch die systematische und ganzheitliche Lösung von Problemen und das konsequente Angehen derer. Also das, was Herr Südekum gerade beschrieben hat, ist ja praktisch, man schafft das eine Problem, versucht es dann zu beheben und sagt dann, nee, aber es gibt das Problem, deshalb können wir das nächste nicht beheben. Nein, lassen Sie mich einmal ausreden. Das, was jetzt praktisch da resultiert, das ist das, was ich als Totschlagargument meine. Ich glaube auch nicht, dass das Wählervolk ein Problem damit hat, die Probleme konsequent zu lösen, sondern natürlich ist es ein Problem, jetzt einfach zu sagen, wir bestellen einfach so Geld und stellen das einfach mal bereit und dann kann es jemand abgreifen und nutzen. Aber es ist doch genauso verlogen und unehrlich, dann zu sagen, na gut, wir können jetzt kein Geld bereitstellen, weil wir haben keine Kapazitäten, die Probleme damit zu lösen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Oder ich habe mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Auch die junge Generation muss damit leben, genauso wie ich damit leben muss, wie Herr Abelshauser damit leben muss und wie auch die Rentner damit leben müssen, dass politische Prioritäten in einem Land ausgehandelt werden und dass die am Ende vom Wähler abgestimmt werden. Und wenn wir sagen, wir nehmen das Gesamtkonzept, was Sie für richtig halten, was ich wahrscheinlich sogar auch für richtig halten würde, und sagen, das ist es jetzt, und dann müssen wir eben Schulden machen, wir müssen Fachkräfteeinwanderung in sehr, sehr großem Stil, und zwar aus Gegenden oder aus Regionen fördern, von denen wir annehmen können, dass die Fachkräfte auch tatsächlich schnell Fachkräfte sind. Wir müssen ganz viele andere Dinge regeln und dann müssen wir damit zum Wähler gehen. Ja. Und der Wähler sagt aber, und das ist ja, wenn wir uns über die Frage unterhalten, wofür würden wir langfristige Schulden machen, da sagen die einen, wir machen einen Staatsfonds, damit die junge Generation später mal eine tolle Rente bekommt. Die anderen sagen, wir machen Klimaschutz, die Dritten sagen, wir bauen Schulen. Das muss politisch verhandelt und politisch entschieden werden. Und dann bleiben eben von so Gesamtkonzepten, die total attraktiv sind und wo jeder sagen würde, ja, wollen wir haben, aber davon bleibt dann eben nicht mehr so viel übrig. Und das ist kein Totschlagargument, das ist politische Realität. Aber damit, und ich glaube, das muss Sie man doch, respektieren. Man muss respektieren, dass jede Stimme in diesem Land gleich viel zählt. Das ist sicherlich der Fall, aber mit dieser Argumentation erklären Sie doch praktisch zukunftsfähige Politik für nicht machbar. Nein, ich glaube einfach, das ist ein Appell an die Überzeugungsfähigkeit und es ist nicht ein Appell daran zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt sofort ganz viel Schulden machen. Dafür kriegen Sie nämlich keine Zustimmung. Da braucht man nicht dafür auch sehr viel Geduld. Man braucht die Fähigkeit zum Kompromiss. Es wird langsam vorgehen, weil unglaublich viele Interessen damit spielen, die sich auch gegeneinander wenden, auch in dieser Diskussion. Weil Sie ja auch gesagt haben, wir haben einen Plan, wie wir das machen können. Aber rechnen Sie da vielleicht mit zu wenig Zeit, um den umzusetzen? Muss man da nicht sehr viel länger auf der Zeitschiene Geduld haben, bis sich das umsetzt, was Sie sich überlegen? Es braucht sicherlich ein gewisses Maß an Geduld und Kompromissbereitschaft. Ich meine, wir leben in einer Demokratie zum Glück und das bringt es so ein bisschen mit sich. Aber gleichzeitig kann das Argument, wir brauchen dafür Zeit, ja nicht immer das Argument sein, praktisch, warum Probleme nicht in kurzer Zeit auch mal lösbar sind. Also gerade wenn wir vom Thema Klimaschutz sprechen, und das ist ja praktisch gerade das Thema, was prädestiniert ist für meine Generation, dann reden wir ja von sehr kurzen Zeitspannen. Und Dinge wie die Rente oder Ähnliches sind aber ja perspektivisch Themen, die uns lange beschäftigen werden und die mich langsam als junge Generation auch schon beschäftigen müssen, weil alle nur sagen, die Rente ist bis 2035 gesichert. Schön, da bin ich dann 36. Wie gehen Sie denn mit diesem Phänomen um, dass Sie doch in einer Gesellschaft jetzt aufwachsen, als junge Generation, die immer älter wird? Und da gibt es ja auch wahrscheinlich natürliche Interessengegensätze zwischen einer älteren oder alten Generation und jungen Menschen. Da geht es auch viel ums Geld, um Finanzierung. Wie berücksichtigen Sie das denn in Ihren Berechnungen und in Ihrem Plan, damit es nicht zu diesen vorhergesagten
gewaltigen Generationenkonflikten kommt. Ach, der Generationenkonflikt findet ja auch am Tisch ganz gut statt. Das heißt, mit Verlaub, noch der älteren Generation hier, häufig, das braucht alles Zeit. Das funktioniert nicht so einfach. Wir können die Probleme, wir müssen die langsam angehen. Das braucht Kompromisse. Nee, das habe ich nicht gesagt, sondern es ist schwierig, Kompromisse zu finden. Nicht, dass man absichtlich langsam angeht, davon war keine Rede. Das habe ich Ihnen nicht unterstellt, aber das ist praktisch die eine Argumentation. Was ich sage ist, bestimmte Prioritäten sind auch nicht verhandelbar. Nicht mal in einer Demokratie. Die Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, ist schlichtweg nicht verhandelbar. Das können wir nicht wegdiskutieren. Und auch Dinge wie soziale Sicherheit oder langfristiger Bestand der Infrastruktur gehören ja zu einem vorhin viel das Stichwort handlungsfähiger Staat. Die gehören ganz notwendigerweise für mich dazu. Und insofern, ja, möglicherweise sind die Probleme, die wir jetzt haben, aktuell mit den Geldern, die wir bereitstellen, lösbar. Aber perspektivisch bahnen sich ja schon ganz, ganz viele an, für die es noch viel mehr Geld brauchen. Da möchte ich doch deutlich in Zweifel ziehen, ob das, was wir da bisher haben, in dem Argumentationsrahmen, in dem wir uns bisher befinden, ob das dafür ausreicht. Es reicht, was wir momentan machen. Also wie gesagt, der Bund hat jetzt Rekordinvestitionen im Bundeshaushalt eingestellt. Das ist auch gut. Aber nochmal, das wesentliche Problem ist auf der kommunalen Ebene, da haben wir keine Lösungsansätze. Und wenn es jetzt um Investitionsbedarfe geht für die verschiedenen Bereiche, gerade vor 2 Wochen haben der BDI und der DGB, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einen gemeinsamen Plan hingestellt und haben gesagt, wir brauchen in den nächsten 10 Jahren 450 Milliarden zusätzliche Investitionen, also ungefähr 45 Milliarden pro Jahr. Ja, und das ist ein Betrag, und der ist sozusagen gut abgeleitet in den verschiedenen Bereichen. Das ist ein Betrag, den kann man nicht mal einfach so aus der Portokasse bezahlen oder aus Steuereinnahmen oder irgendwo kürzen. Das müssen da nur öffentliche Investitionen sein, das sind ja auch private Investitionen. Hier reden wir über öffentliche Investitionen. Ja, ja. Beim Thema Klimaschutz geht es natürlich vor allem um private Investitionen. Da hat der BDI auch zusammen mit der Boston Consulting Group ungefähr ausgerechnet, was es kosten würde, bis 2050, um auf einen Pfad zu kommen für 95%ige Klimaneutralität. Das sind ungefähr 1 Billion. Das ist aber sozusagen privat und öffentliche Investitionen. Wenn man jetzt den öffentlichen Teil nimmt, der ist Teil von diesem Investitionspaket, das jetzt im BDI und Gewerkschaften gemeinsam kommuniziert haben. Und wie gesagt, wenn man 45 Milliarden, wenn man diese Zahl mal so hinnimmt, dann muss man dann eben auch die Frage beantworten, wie will man das finanzieren? Das geht nicht einfach so durch Steuereinnahmen, und das geht nicht, dass man irgendwo kürzt. Wir können ja nicht die Renten kürzen, um dann solche Investitionen zu finanzieren, weil da hat Frau Weidenfeld ja völlig recht, das passt nicht zu den politischen Realitäten. Wir müssen einfach anerkennen, es gibt diese langfristigen Bedarfe, und die müssen wir langfristig finanzieren. Das ist der Sinn und Zweck von Staatsschulden, und wir müssen wegkommen von diesem Fetisch, der in Deutschland herrscht, dass Staatsschulden irgendetwas Böses sind. Ich meine, die ganze Welt lacht sich kaputt über uns. Also wenn man sich die Diskussion anschaut, was die internationalen Organisationen sagen, was der Internationale Währungsfonds sagt. Nirgendwo hat man so diesen extremen Schuldenfetisch, dass man diese Möglichkeit, eine ganz normale Finanzierungsform nutzt, dass man das scheut wie der Teufel das Weihwasser. Das könnte allerdings sein, dass dieser Schuldenfetisch in der deutschen Geschichte und vor allem in der deutschen Wirtschaftskultur tief verankert ist. Ist das etwas Archaisches, etwas Unzeitgemäßes, etwas Überkommenes, dass wir uns an etwas festhalten, was heute zwar aus historischen Gründen nachvollziehbar ist, aber eigentlich nicht mehr so richtig gut? Ich sehe da keinen Grund. Wir haben einen Glücksfall gehabt, in Anführungszeichen. 1945 bis 1952. Die Amerikaner haben uns die Staatsschulden gestrichen, sozusagen. 93,5% des Geldvolumens ist einfach in der Währungsreform verschwunden. Ja. Dann 1952 gab es die Londoner Schuldenkonferenz. Da haben 15 Staaten, die gläubiger waren gegenüber Deutschland vor dem Krieg und nach dem Krieg, haben die Schulden auf die Hälfte reduziert. Ja. Und wir haben sie dann bis 1966 zurückgezahlt. Das war natürlich schon eine Erleichterung, dass das passiert ist. Und daraus könnte man dann schon den Wunsch ableiten, dass Deutschland gut fährt, wenn es... Aber die wirtschaftlichen sozialen Bedingungen waren damals völlig anders als heute. Die waren völlig anders. Weniger Globalisierung, weniger aber wissen Sie, technologische Fortschritte. Entscheidungen werden bei uns nicht einfach aus der hohlen Hand getroffen. In Ministerien wie im Wirtschaftsministerium oder im Finanzministerium geht man nach dem Prinzip der Ordnungspolitik der sichtbaren Hand vor. Einerseits Ordnungspolitik, das heißt, man überlegt sich, man zieht Fachleute heran, was ist eigentlich sinnvoll auf lange Sicht und auf mittlere Sicht?
Und wenn man das dann, wenn man sich darauf geeinigt hat, wenn man sich auf ein solches Konzept, ein ordnungspolitisches Konzept geeinigt hat, dann ist der Staat dran, aber nicht, dass er das finanziert in erster Linie, sondern dass er die Rädchen an den Rädchen dreht, wie die private Wirtschaft, das in der Regel, was man Rahmenbedingungen nennt. Die Rahmenbedingungen werden einfach verbessert. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird gestärkt. Das ist die deutsche Methode. Und die ist außerordentlich erfolgreich. Und die sollten wir nicht ändern. Und dazu braucht man unter anderem so etwas wie eine Finanzstabilität, die den Staat stark macht und ihn auch in die Lage versetzt, wenn es gar nicht anders geht, auch mal reinzuspringen. Jetzt vermute ich nach Ihrer Argumentation, dass Sie gegen die Streichung der Schuldenbremse in der Verfassung sind. Das wird ja jetzt auch gefordert. Wäre das sinnvoll oder wäre das jetzt im jetzigen Moment purer Aktionismus, die Schuldenbremse als Verfassungselement wieder zu streichen? Ich verstehe die Argumente, die Sie beide dagegen haben, sehr gut. Und ich finde auch, dass sehr viel dafür spricht, was Sie sagen. Und diese Argumente sind ja auch sehr einleuchtend. Ich glaube halt eben einfach nur, wenn man es tut, dann wird man am Ende nicht das stehen und die langfristigen Schulden aufnehmen und die 30-jährigen Bundesanleihen begeben, um für Klimaschutz, Schulen und Infrastruktur zu investieren, sondern, und da muss man einfach nur mal auf die Mehrzahl der Wähler gucken, die sind nun mal über 50 oder über 55 inzwischen, man wird in den Sozialstaat investieren, man wird das Geld ausgeben für kurz- und mittelfristige Ziele, so wie wir das in den letzten 10 Jahren auch gesehen haben. Insofern würde ich sagen, in einem idealen Staat, völlig d'accord, Sie haben recht, das muss man und kann man so machen, aber wir leben nicht in einem idealen Staat und wir leben in einem Staat, in dem die Älteren immer größere Stimmanteile auf die Waage bringen in der Demokratie, wenn sie abstimmen bei den Landtagswahlen, bei den Kommunalwahlen und bei den Bundestagswahlen. Und weil das so ist, glaube ich, dass die Schuldenbremse tatsächlich eine Versicherung der jungen Generation gegen politischen Unsinn der älteren Generation ist. Und es ist nicht das, was Sie sagen, ein Totschlagargument, um nicht Infrastruktur zu investieren. Das ist ein bedauerlicher Side-Effekt davon. Aber Sie müssen, wenn Sie recht haben, dann müssten ja die junge Generation, das müssten ja die größten Fans der Schuldenbremse sein. Ich glaube, es ist gerade das Gegenteil der Fall. Ja, das heißt, das zeigt schon, irgendwas kann an dem Argument nicht ganz passen. Herr Südekum, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass das vielen nicht bewusst ist, wie sich in den nächsten 10 Jahren in Deutschland die Stimmgewichte verschieben werden. Ja. Und ich nehme das ernst, was Sie sagen, aber erstens mal, es geht natürlich dann darum, das habe ich am Anfang schon gesagt, es geht ja nicht darum, jetzt alle Schleusen zu öffnen und Schulden für alles Mögliche zu machen. Aber das können Sie nicht verhindern. Sie können doch nicht ins Grundgesetz schreiben, wir wollen gerne nur, dass das, was Herr Südekum... Es war früher ja auch praktisch davor der Fall, es gab da war die sogenannte goldene Regel der Finanzpolitik, die eben gesagt hat, Investitionen dürfen kreditfinanziert werden. Und es war klar definiert, was Investitionen sind. Und es geht im Prinzip jetzt darum, einen Investitionsbegriff zu definieren für das 21. Jahrhundert und klar zu definieren, für diese Ausgaben ist Kreditfinanzierung möglich, für die anderen ist es nicht möglich. Wenn Sie heute einen Investitionsfonds des Bundes aufbauen und der ist zum Beispiel für Digitalinvestitionen und so weiter zuständig ist, dann kann dieses Geld ja dann nicht zweckentfremdet werden und in die Rente fließen. Dann gehen Sie mit dieser Idee mal in den Bundestag und schlagen das vor den Älteren, der Seniorenunion, der Linkspartei, den Grünen, die werden alle sagen... Ja, ich rede hin und wieder mit Bundestag. Schaut aber jetzt mal ganz kurz noch von den Älteren, von der Seniorenunion und anderen, kurz noch auf die jungen Leute, die hier durch Sie vertreten sind. Wir haben jetzt die Kritikpunkte alle aufgelistet, wo Investitionen problematisch sind. Sehen Sie denn auch positive Entwicklungen in Deutschland, was die Zukunft Ihrer Generation angeht? Ehrlicherweise gerade nicht so viele. Das heißt, aber wir arbeiten dran, dass es besser wird. Und wenn das Argument praktisch für die schwarze Null und für die Schuldenbremse ist, dass wir eigentlich ein strukturelles Problem in der Demokratie haben, dann sollten wir doch da weiter debattieren und dann dafür sorgen, dass der Faktor Zukunft in unserer Demokratie einfach eine entsprechende Rolle spielt. Und dann kann ich auch wieder ruhig schlafen, was meine Zukunft angeht. Sie müssten dann allerdings auch die ältere Generation noch stärker von ihren Plänen und Zielen überzeugen. Wir sind dabei. Mit dem Plan. Also mir geht es vor allem auch darum zu sagen, was entgegen dem, was Herr Südekum gesagt hat, dass wir nicht alleine dastehen in der Welt und dass man nicht über uns lacht, sondern dass wir diese Schuldenbremse von der Schweiz abgeschaut haben. Die Schweiz hat das seit Jahrzehnten so praktiziert und das ist sehr gut gelaufen. Und das
hat die Finanzstabilität des Landes unglaublich gestärkt. Und wir brauchen angesichts der Tatsache, die wir wissenschaftlich untersucht haben, dass wir eine sehr schlechte Finanzstabilität in Deutschland hatten bis 2007, brauchen wir Finanzstabilität, damit wir, wenn es denn wirklich sein muss, nicht bei einer Rezession, sondern bei einer Wirtschaftskrise. Die schwarze Null ist eine Gefahr für die Finanzstabilität. Gut, ich muss jetzt leider mit einem ganz unwirtschaftlichen Argument kommen, nämlich der Uhrzeit. Die Sendung ist zu Ende. Ja, ich bedanke mich. Ja auch ab. Das wollen wir nicht hoffen, sondern dass die auch weitergeht. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Zuschauer. Es folgt Phoenix, der Tag mit Thomas Bade. Die Themen unter anderem die Generaldebatte im Bundestag, darüber haben wir ja hier auch gesprochen, und die Wahl der neuen EU-Kommission. Morgen in der Phoenix-Runde wütende Bauern, Prügelknaben der Nation? Bleiben Sie bei uns.